Man lernt hier einfach auf elementarste Weise auf sich selber zu hören, vielleicht auch zu spüren, dass es eine Kraft gibt, an die man sich halten muss, dass man lernt, die Berge zu lesen, nicht nur die Wege, sondern auch einfach, wie bewege ich mich auf einem Weg und vor allem, dass es immer einen Ausweg gibt. So wie Wasser sich hier den gesamten Berg immer wieder Wege sucht und hinunterläuft, immer wieder kleine Flüsschen, immer wieder kleine Rinnsale, die den Berg hinunterkommen und jeder sucht sich so seinen Weg. Und ich glaube, dass wenn man nur genau in sich hineinhört und reflektiert mit sich umgeht und sich einfach darauf besinnt, wo komme ich her und was kann ich, dass sich auch dann ganz klar der Weg aufmacht, egal wie verschneit es gerade um einen herum ist, wie stürmisch es um einen herum ist oder wie sehr einfach welcher Berg auch immer gerade in deinem Leben gerade Kräfte von dir weggesaugt hat und du glaubst, dir versacken in jedem Moment die Beine. Und das für sich zu entdecken, wo ist mein Weg und diesen Weg möchte ich gehen, dass das auch maßgeblich prägend für mich war hier in Schlazgabtalbender in all den Jahren. Nur versuchen, dieses Laufgefühl genauso in die Spikes zu bringen. 12, 13, 14. Vorne, vorne, jawohl. Und so, wenn du jetzt gesagt hättest, so ruhig laufe ich bis 250 und jetzt bei 150 vor Schluss versuche ich so rauszukommen, läufst du dann locker durch. Ja, tut's ja auch. So, und das ist ja, aber das stehst du ja dann, das stehst du ja locker durch. Das ist doch gut, Mensch. Das ist das, was wir dieses Jahr gesagt haben, von dem, wie das Anfang des Jahres ausgesehen hat. Sag ich immer wieder, hast du immer Ronnen gebettelt in der Halle. So, ist ja alles gut. Ja, da habe ich gewusst, mein Niveau ist kein gutes. Hast, ne? Gut. So sah der auch aus. Schlazgabtalbender hat mich immer aufgefangen. Ich weiß, ich hatte hier schon Zeiten gehabt, Momente gehabt, in denen ich hier angereist bin, in denen ich nicht zufrieden war, ich nicht in Form gewesen bin und auch niedergeschlagen gewesen bin und dieser Ort empfängt einen mit so großen Armen und nimmt einen erstmal fest in sich auf und dann entscheidet der Ort, okay, wie geht's jetzt weiter? Und das entscheidet man nicht selber, sondern das gibt einem einfach dieser Ort vor. Dieser Ort entscheidet, wie sehr du auf dich hören musst,
wie du die Berge anläufst, dass du hier nicht kopflos einfach losrennst, sondern einfach sehr auf deine innere Stimme hörst, auf deinen Herzschlag hörst, egal ob jetzt mit Pulsmesser oder ohne Pulsmesser. Dieser Ort gibt dir einfach ein ganz klares Körpergefühl wieder, was man einfach, wie ich finde, oftmals in der Stadt oder woanders in einem anderen Umfeld ganz schnell einfach wieder verliert und von sich abgibt. Und das am Ende entscheidet darüber, ob du schwimmst oder fliegst. Das ist einfach der Punkt. Welches Körpergefühl du hast, welches Vertrauen du in dich hast. Und das gibt Sraska Porremba, dieser Ort, einfach immer, immer wieder. Und deshalb habe ich gesagt zu Siri, wir müssen diesen Sommer hierher. Wir müssen auf dem Punkt, an dem wir beide gerade sind, müssen wir hierher und hier noch einfach noch einmal schauen, wo kann es in der nächsten Zeit mit uns hingehen. Und das gibt uns dieser Ort vor. Genau so schnell. Ich glaube, das meiste, was mir am Trainingslager gefällt, was man im Trainingslager Zeit hat, die man sonst im Alltag nicht aufbringt. Und auch einfach wirklich Ruhe zu haben nach den Einheiten, die Beine wieder lang zu machen und wie gut das halt auch tut, diese Ruhe wieder zu haben und einfach da auf der Ebene dann ein Stück weit Energie zu tanken und auch festzustellen, wie sehr das gefehlt hat. It was always on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed. We found holes in these walls, we liked what we saw. Seems so strong until it falls, the final straw.
Ah. Und jetzt ich glaube, auch das ist ein guter Schritt war, hierher zu kommen, um hier einfach nochmal nicht nur körperlich einfach Kraft zu tanken, sondern einfach auch für den Kopf sich zu sagen, okay, ich schaffe das, ich kann das. Und ich bin halt vielleicht nicht in der Megaform meines Lebens, aber ich bin auf einem sehr, sehr soliden Punkt oder an einem sehr, sehr soliden Punkt und auf dem Niveau kann ich mich dann auch in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln. Und egal, was jetzt in diesem Jahr bei rumkommt oder rumspringt, ich glaube, die Tatsache, einfach wieder zurück in den Spike zu stecken und dann zurück auf die Bahn zu finden und da einfach Spaß dran zu haben, das ist halt die absolute Hauptsache. Und dann ist erstmal im ersten Moment auch vollkommen nebensächlich, was da in der Ergebnisliste am Ende steht. Berge versprühen eine unglaubliche Ruhe. Da kann passieren, was möchte rundherum, aber die Berge juckt das überhaupt nicht. Die Berge bleiben immer einfach konstant stehen und sind einfach eine ganz, ganz große Konstante und ein großer Fixpunkt, wie ich finde. Und deshalb komme ich auch immer wieder gerne hierher, weil ich spüre, wie sehr die Berge Kräfte rauben, aber auch gleichzeitig einfach Kräfte wieder zurückgeben. Und hinter uns liegt der Berg der Wahrheit. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Schon unzählige Male hochgelaufen. Ich erinnere mich aber ganz, ganz genau daran, als ich zum ersten Mal hier hoch bin und wirklich gelaufen bin. Es geht ja 6 Kilometer lang in einer Tour hoch, fast 700 Höhenmeter. Und dann erinnert man sich schon sehr genau daran, wenn man das erste Mal es schafft, diesen ganzen Berg ohne eine Pause hochgelaufen zu sein, nicht gegangen, ohne stehen bleiben, von unten bis oben in einem Rutsch. Ich bin damals 12 gewesen, also jetzt 20 Jahre her, bald, dass ich hier zum ersten Mal in einem durch bin. Und ich war danach unglaublich stolz, es geschafft zu haben. Und ich bin, glaube ich, danach auch, abgesehen von den Wanderungen jetzt, immer hochgelaufen, ohne Pause oder ohne Pause machen zu müssen. Und vielleicht sollte man es sogar als Test einführen für einen selbst, solange man es noch schafft, den Berg hochzulaufen und dabei nicht gehen zu müssen, solange darf man seine Laufkarriere noch weiter fortsetzen. Ich habe auch oft schon das Gefühl gehabt, wenn man hier weggefahren ist, dass man sich gesagt hat, boah, Alter, ich kann die scheiß Berge einfach nicht mehr sehen. Aber dann kommen Punkte im Wettkampf, in dem diese Berge einfach ihre Kraft wieder zurückgeben. Und innerlich sagt man sich, Alter, ich habe mir hier jeden scheiß Berg reingeschraubt.
ich habe hier die Kilometer abgerissen, ich habe mir hier den Arsch aufgerissen. Und dann kommt der Punkt, in dem die Berge einfach massiv ihre Kraft wiedergeben. Jetzt ist super. Jetzt oder nie. Stay awake every night just to catch one more glimpse of your skin. When I look at the way you sleep, I know I'm home. There are times I believe I can change. Danach ist geil. Danach ist richtig geil. Kommst du raus wie He-Man. Das ist echt so, als wäre man wieder 30. Also alle in Chiembaum in eine Eiskammer gehen oder sonst was machen. Die haben so kleine Pimmel im Wasser. Ja?
habe in diesem Ort unglaublich viel gelernt. Ich habe von Athleten gelernt, ich habe von Trainern gelernt. Ich habe hier gelernt, was es heißt, sich professionell zu verhalten, was es heißt, 3 Wochen am Stück Trainingslager durchzuführen, hier jeden Tag zu trainieren, aufzustehen, zu frühstücken, zu trainieren, zu schlafen, sich um seinen Körper zu kümmern, in sich hineinzuhorchen und einfach die Trainingseinheiten Stück für Stück, Tag für Tag abzuarbeiten. Gut. Gut sah das aus. Ja? Das ist dein Element, ne? Ja, wenn dann ja. Wenn dann das nicht. Ich glaube, da hat es halt auch Usain Bolt schnell. Ich weiß nicht. Auf 30? Aus dem Blockhändchen klatschen. Ja, der braucht immer auf 60 Meter. Was du glaubst, ja, na und? Da brauchst du doch genauso gerade. Ich? Ja. Klar. Ich meine, falsch in den Start, Alter. Sidi, falsch, nee, das ist Jahre her, ja, neue Zeitrechnung. Ja. Immer noch aus dem Block. Ja, Sidi aus dem Block. Das war vor dem Krieg. Das war damals. Ich will wieder in Spikes auf der Bahn stehen, das ist... Einfach das Gefühl, wofür ich lebe, zu sprinten, über die Bahn zu fliegen. Das ist das, was mich täglich motiviert, weiterzumachen, wieder aufzustehen, sich hinzustellen und zu sagen, da ist noch Power da, ich glaube an die schnellen Zeiten. Meine Mama hat früher immer gesagt, vor jedem Wettkampf, ich soll den anderen zeigen, was eine Hake ist. Und das möchte ich auf jeden Fall nochmal tun. Come on, come on, we can't go away. Es ist unglaublich schwer,
all die Jahre so viel Zeit reinzustecken, so viel Leidenschaft und so viel Herzblut in den Sport und dabei null rauszubekommen. Es ist unglaublich frustrierend. Es war ja nicht so, dass ich nach dem Achillessehnenriss gesagt habe, ich mache jetzt nur noch Teilzeitkraft, was den Sport angeht, sondern ich habe da doppelte Vollzeit gearbeitet. Ich hatte da quasi im Endeffekt zwei Jobs gleichzeitig. So, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und auch da war wieder dieser Gedanke, es reicht nicht, das ist zu wenig, was du machst. Jetzt erst recht, du musst jetzt erst recht noch mehr draufpacken. Und ich habe geackert, ich bin 10-mal die Woche, 12-mal die Woche, 14-mal die Woche rausgegangen, das war Standard. Da habe ich mir überhaupt gar keinen Kopf gemacht, dass das zu viel ist, sondern das war für mich klar, das muss ich so machen. Und es war so unglaublich frustrierend, im Jahr nach Limites festzustellen, Alter, scheiße, du bist von dem Niveau, auf dem du gewesen bist, so unendlich weit entfernt. Ich weiß gar nicht, ob du da jemals wieder hinkommst. Und es gab immer wieder Lichtblicke zwischendurch bei einigen Wettkämpfen, wo man da eine gute Zeit gelaufen ist. Aber letztendlich gab es nie richtig diesen Knaller, diesen Kracher, der mir gezeigt hat, Alter, es ist alles auf dem richtigen Wege. Ich habe mir aber immer gedacht, Mike, in dir steckt immer noch dieses eine Rennen. Irgendwo, irgendwann bekommst du dieses eine Rennen und dann knallt's. Und dann aber richtig. Für mich bleibt das hier mein Place to be und ich glaube, ich werde auch in 10 Jahren immer noch hierher kommen und ich werde wahrscheinlich mit meinen Kindern auch hierher kommen und das ist für mich ein Ort, mit dem ich so viel Positives verbinde, der mich an so vieles erinnert und mir gleichzeitig aber auch so viel Perspektive aufzeigt und jedes Mal, wenn ich oben stehe und runterschaue und in die Ferne schaue, sehe ich neue Wege und sehe neue Möglichkeiten und es sprudelt an so vielen neuen Ideen aus mir heraus. Ich sammle hier so viel Kraft. An keinem Ort dieser Welt schlafe ich so gut wie hier, vielleicht noch in Osterkappeln. Und ich bin jedes Mal glücklich, hier die Straße runterzukommen. Man fährt am Stadion vorbei, wenn man in den Ort hineinfährt. Und
hier ist einfach mein Ort. Das ist mein Ort und ich glaube, da können viele Orte versuchen, das glasklar streitig zu machen. Aber ich weiß ganz genau, wo ich hingehöre und ich weiß ganz genau, wo ich hin will.